Guten Abend, heute gibt es ein sehr geiles Video und zwar werden wir heute sehen, wie MDMA bei jemanden wirkt, der Autismus hat und im Rollstuhl sitzt. Hast du den Film Inception gesehen? Ja. Okay. Vor einiger Zeit hat mein Homie Danny, Autist und Rollstuhlfahrer, bei mir angerufen und gefragt, ob ich ihn bei seiner ersten MDMA-Erfahrung tripsitten will. Ich war sehr erfreut über die Anfrage, denn es gibt bereits einige Hinweise darauf, dass MDMA Autisten bei ihren autismusbedingten Beschwerden helfen könnte. Ich habe 3 doppelblinde, placebo-kontrollierte Studien gefunden, die zu dem Schluss kommen, dass MDMA soziale Ängste bei Autisten reduzieren kann. Auch teils nach 6 Monaten konnte man Verbesserungen feststellen. Irgendwie war es dann fast so, als würde ich Leute von 2 unterschiedlichen Partys tripsitten, denn kurz nachdem Danny seine Dosis Intus hatte, kontaktierte mich YouTube-Homie Torben Platzer und fragte mich, ob es normal ist, dass 2 Microdoses von 1V LSD so stark wirken. Aus irgendeinem Grund ging er davon aus, dass so normale 1V LSD-Pappen Microdose-Dosierungen sind. Das heißt, Torben, der noch 0,0 Erfahrung mit irgendwelchen psychedelischen Drogen hatte, hatte an einem Abend, wo er eigentlich besonders produktiv mit Microdosing sein wollte, 2 volle Pappen mit 150 Mikrogramm 1V LSD genommen. Wir haben gerade dieses Microdose LSD ausprobiert. Kannst du mir mal sagen, wie da so der Effekt normalerweise wäre? Also wir haben von diesen Mini-Blättchen jeweils 2 genommen. Sie nehmen direkt 2. Sie nehmen direkt 2. Dafür, dass er und sein Kameramann da völlig unvorbereitet reingegangen sind, haben die das aber wie die Champs weggesteckt. Und ich musste gar nicht so viel assistieren. Ich musste hauptsächlich Fragen dazu beantworten, wie lang der Trip noch geht. Hier ein paar Highlights aus dem Chat von dem Abend. Hey Bro, wirklich, ich schwöre dir, dieser Kontakt zu dir, Bro, ist wirklich das Allerschlimmste, was mir je passiert ist. Nochmal ganz kurz sagen, wir standen hier am Flipchart und haben für Videos gebrainstormt. Und jetzt haben wir beide davon ja auch noch eine doppelte Dosis genommen, Digga. Also wie kann man wirklich als ein Mensch wirklich alles so schnell hier zerstören, Bro? Ich dachte am Anfang noch so, ja, gut, Microdose, ja, man spürt das jetzt aber schon, sagen wir beide. Ja, Digga, jetzt ist alles 8-fach hier, Alter. Ja, wie lange hält das jetzt? Ja, aber kann man darauf pennen, Digga? Also wann hat man den Höhepunkt, wenn man das genommen hat? 2 Stunden danach? Okay, da sind wir quasi genau jetzt. Das war wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung, Bro. Ich würde dir aber auch so einen Trip mit der doppelten Dosis nicht empfehlen, Digga. Also die eine Stunde, Digga, wo du so meintest auf, jo, alles easy, genießt es. Das war eine Katastrophe, das war einfach nur Hölle. Bro, ist doch wirklich Hölle. Weil Torben und sein Kameramann Chris das selbst ganz gut gemanagt haben, konnte ich mich größtenteils auf Dannys Trip konzentrieren, dessen Wirkung nicht lange auf sich warten ließ. Ein Wunder, MDMA hat dafür gesorgt, dass er vom Rollstuhl aus dem Rollstuhl kann. Soll ich Musik anmachen? Oh, das ist ja voll geil. Kommt die Musik nice? Oh ja. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Was vorgestellt? Die Wirkung? Dass ich auf einmal alles so lustig finde. Ja, weiß ich ja nicht, was du dir vorgestellt hast. Ich kann nicht aufhören, diesen Teppich zu streichen. Mach mal so, tu mal deine eigenen Hände so. Oh, das ist ja voll geil. Warum ist das denn so geil? Wie würdest du sagen, ist dein Empathie-Level gerade? Spürst du Liebe für die Welt? Ich spür auf jeden Fall Liebe für diesen Teppich. Oh, der tut mir dann richtig leid. Der hat da so ein schönes Muster. Wir brauchen Milch. Du brauchst Milch? Liebe. Also, ich mag das nicht, wenn alle immer sauer sind. Ja. Das ist böse. Ja, wieso sind, wer ist denn sauer? Sauer? Ist doch keiner sauer. Menschen. Kann gerade niemanden hassen.
Was denkst du gerade über Putin? Der muss auch geliebt werden. Hitler? Ganz toll, Liebe braucht der. Glaubst du, Hitler hätte auf MDMA Menschenleben was angetan? Kommt jetzt auf Hitler. Du bist ja jetzt krass, der ist gerade die Rauschwirkung. Wenn du jetzt eine Person nennen müsstest, die am ehesten diese Wirkung jetzt haben sollte, welche Person wäre das? Du. Ich? Ja. Und irgendeine prominente Person? Ich. Aber ich bin nicht prominent. Welcher Politiker? Politiker. Olaf Scholz. Aber dann kann er sich daran nicht erinnern. Wer ist besser, Trump oder Biden? Beide Scheiße. Aber die sind auch trotzdem irgendwie ja lieb. Aber vielleicht sind die einfach nur zurückgeblieben. Sollten mal zusammen MDMA nehmen. Vielleicht brauchen die einfach mehr Liebe. Und vielleicht muss man die in den Arm nehmen und sagen, oh, alles wird wieder gut. Und vielleicht musst du nicht die alle hassen. Weil wenn du aber alle hasst, dann wirst du irgendwann böse. Und wir müssen sie auf diesen Teppich streichen. Warum sind Menschenleben überhaupt wichtig? Oh Gott, was ist los mit dir? Das ist eine philosophische Frage. Was ist weil wir alle müssen auf uns aufpassen. Warum? Weil wir füreinander da sein müssen. Aber warum? Das beantwortet nicht die Frage. Was ist, ich glaube auch. Was ist der intrinsische Wert an Menschen? Hä? Manchmal sind Menschen komisch. Auch ich bin manchmal komisch. Aber trotzdem müssen wir uns lieb haben, damit wir nicht alleine sind. Und dass wir das machen, ich krieg keinen Satz zusammen. Danny hatte die Ehre, als erster meine Tripbox auszuprobieren, die es ab heute im Open Mind Shop zum Kaufen gibt. Hier seht ihr seine Reactions auf ein paar der Gegenstände in der Box. Wow. Das ist ja lustig. Guck mal, das ist voll lustig. Guck mal. Alter, ist das cool. Da kommen ganz viele kleine. Oh, dieser Bund. Ja, das ist eklig. Mach mal so. Ja, das ist. Was ist das? Die leuchten doch schon. Kann man bauen mit. Warum ist das alles so intensiv? Die Tripbox ist eine Box voll mit Überraschungsgegenständen, die sehr geil während einem Trip kommen, sei es LSD, MDMA, 2CB, Weed etc. Schlag zu, ich gehe davon aus, dass die Boxen sehr bald ausverkauft sein werden. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man diese Produkte alle separat auf Amazon kaufen würde, würde man über 50 Euro zahlen. Von dem her ist die Tripbox ein sehr guter Deal. Würdest du sagen, bist du klar an sich? Ich bin etwas müde. Wir müssen alle mehr füreinander da sein und Verständnis haben für manche Menschen und die lieb haben. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, auch ich. Das ist wichtig. Ich brauche mehr Empathie für alle. Ist das logisch? Ist halt ultra kitschig. Der Drogen-YouTuber Psyched Substance hat vor einiger Zeit auch ein Video gemacht, wo er einen Autisten, der MDMA nimmt, tripsittet. Und der reagiert da völlig anders als Danny. Also es scheint hier keinen typischen Autisten-MDMA-Rausch zu geben. Der Trip ist schon einige Monate her und ich habe Danny gebeten, mir zu sagen, ob der Trip nachhaltig was verändert hat. Ja, es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich. Ich habe im sozialen Bereich ein, zwei Dinge, glaube ich, verbessert. Es hat mich über manche Sachen auch nachdenken lassen. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, was mir da untergemischt worden ist. Und ich glaube, an einem zweiten Untermischen habe ich kein Interesse, aber es war definitiv eine interessante Erfahrung. Habe ich hier einige Autisten in der Audience? Was ist eure Erfahrung mit MDMA? Gönnt euch eine Tripbox, abonniert diesen Kabal. Peace!